Hallo, jetzt kommen wir zu einer weiteren Folge von Hier auf der Storm. Jetzt mit Svenne. Yeah. Was ist da unten schon los? Da unten geht schon die Party ab. Dutch und Hammer bei die Gegner dabei. Taikes, Schlechter, Leorik und Zagara. Keiner mit uns kämpfen will, dann ist mir das egal. Ja. Ich bin Kerrigan diesmal. Ein bisschen Level. Ich bin Level. Wieder Nasebo. War ich glaube ich auch schon mal in der Aufnahme. Ja, ich glaube schon. Schau mal, was für ein altbekannter Freund hier. Schon bald ist es. Alter, der kann ihn gar nicht spielen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Also wir haben Glück. Der kann schon mal nichts. Jetzt ist er gefangen. Tut er? Was tut er? Er ist einfach blöd. Dabei aber das keine Ahnung, was seine Fähigkeiten können. Okay, Jungle. Schon wieder das, ey. Nee, den Boss brauchen wir zu zweit nicht machen. Mhm. Okay, oh, einer von uns war First Blood. Oh shit. Keine Gefangenen. Keine Gnade. Doppelkill. Down. Du hast einen gekillt, ich habe einen gekillt. Passt. Oh, der kommt wieder. Ich muss hier schnell weg. Ich muss hier ziemlich schnell weg. Reicht nicht mehr. Es reicht nicht mehr, oder? Boah. Nee, hast du nicht, oder? Oh. Ah, warte, Alter. Das war ja 2 Millimeter. 2 Millimeter. Also mein Balken war schon voll, Alter. So, zack, warst du tot. Geht in der Mitte. Das hat mir gleich mal hier da. Ja, das wäre eine Idee, den zu machen. Ja. Aber es ist halt, will ich das doch nicht machen. Sebo möchte Unterstützung. Der ist tot. Macht er nicht. Jo. Okay. Oh shit. Ah, ja. Ihr seid verwundet. Sucht schnell einen Heilbund. Schlachtet sie. Oh, Rob. So muss das. Ja, geht schon die Ball ab. Wir haben alle über. Und der Leo kann gar nichts bei denen. Finde ich aber ja, gut. Doch, so langsam lernt er. Der hätte mich bekommen, wenn ich Nasebo nicht gut spielen könnte. Nein, er nimmt mich gefangen. Falkes. Nein, ich war zu langsam, ich habe ihn trotzdem. Sorry, lass dich wieder raus. Ich wollte dich nicht gefangen nehmen. Aber ich swap dabei mal ihre Türme weg. Der ist auch da. Ah, der kommt wieder, keine Sorge. Das ist ja. Zuerst mal abhauen. Ich bleib immer noch an den Jan Tower rum. Oh, da ist Leorik wieder. Okay, die haben den Monster. Ach, der Morgen dämmert Helden. Und nun müssen meine Lieben kämpfen. Ja, aber so viel wird's ihnen nicht bringen, wenn wir gut spielen. Wenn wir alle direkt drauf gehen, bringt's nicht viel.
den Overlevel. Das müssen wir ausnutzen. Die müssen sie einfach weiter zerreißen die ganze Zeit. Was halten sie für unnötig? Was? Was halten sie so unnötig? Nein, ich muss ja den Schaden zufügen, wenn die sterben, weil dann kriege ich immer mehr Mana und Leben. Allem, was ich Schaden zufüge und es dann stirbt innerhalb von 5 Sekunden, kriege ich mehr Mana und Leben dafür jedes Mal. So, der hat nicht wirklich eine Chance, wenn wir da alle drauf gehen. Oh yes. Oh. Theorie kommt bald wieder. Wieso support es sich auf? Ist das dumm? Welch schwaches Fleisch. Gut, dass es entsorgt wurde. Du bist mir ins Spiel. Nein, voll rein. Geht mich zurück. Männer zu holen. Ja, ich muss auch Mana holen. Du kommst zwar für jeden Kill immer ein bisschen Mana drauf, aber es bringt halt fast nichts. Deswegen töte ich auch was ein, weil es gibt wieder Mana. So, Mitte. Komm, wenn wir den jetzt nicht kriegen, ne? Das hat dir gefallen. Die Geister führen eure Oben. Wer hilft mit, dieses Söldnerlager zu erobern? Eric muss sterben. Oh, das ist... Das ist sein Problem jetzt, da. So, jetzt lassen wir die hier machen. Schon wird es Nacht, sein Helden. Vergesst nicht. Tötet die Unkrautler und ergattert ihre Samen. In der Gegner verkümmert. Fehler eine perfekte Attacke. Okay, Nachtzeit. Heilige Nacht, um verflucht zu sein. Bei denen ist es krass, wenn ich da spinne oder so, werfe ich sie einfach sofort weg. Bin auf dem Weg. Ja, das gelingt. Schon bald wird das Gartenungeheuer euch gehören. Okay, Achtung, da kommt oben Batscher. Mitte. Ja. Dabei. Danach müssen wir den unteren Boss noch rapen. Für den Moment ist es vorbei. Aber ihr solltet euch... Ja, das ist mein Push jetzt. Und dann kommt Leoric und Tychus. Sein Ulti war soll er ruhig probieren, der Leoric. Soll er probieren. Dann weißt du was, Sergeant Himmer bleibt genau da stehen. Wo ist denn der Letzte? Mit dem würde ich auch noch gern spielen. Nee. Ist der Tote. Scheiß der Ding. Aber der kommt gleich. Den können wir auch direkt wieder raten. Der ist gleich wieder da.
Und zwar jetzt. Komm bitte, ne? Was? Sie haben mich auch verloren? Toll. Oh, ich bin Held des Sturms. Hey, wir müssen uns zurückziehen. Okay, nein, wir machen es fertig. Du hättest es beenden können. Echt? Keine Ahnung. Wir haben doch 5%, Alter. Hätten wir es halt später. Mensch, ja, das ist dein Ende. Natürlich. Naja, jetzt ist sicher, dass sicher wer hier winkt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach du Heilige, Alter, das war mal richtig scheiße von ihm. Jo. Soll jetzt einfach durchpushen eigentlich. Ja. Lass einmal in die Mitte reinrushen auf die. Ja. Was tut der da schon wieder? Der baut sich schon wieder sonst wo auf. Ja, das hat schon mal so blöd. Der stellt sich genau vor einem auf. Und dann wait man den einfach, weil das dann so leicht ist. Ja, das war schon mal alles. Was soll das jetzt? Dieser Tag ist nur gut, wenn er volles Leben hat und so. Ja. Welch schwaches Fleisch. Okay, gut, dass es entsorgt wurde. Die Nacht bricht. Egal, die Nacht interessiert uns nicht mehr. Seid ihr bereit, was zu verdienen? So, alles draufwerfen, vorbei. Schau mal, was ich da gerade hingeworfen habe, alles. Alter, was da für Viecher stehen. Das Beste war einfach, ja, okay. Ohne Witz, kein Leben, was macht er seine Ulti und er verkackt trotzdem, ey. Alter. Ja, seine Ulti macht keinen Schaden. Die sperrt dich nur ein. Deswegen nehme ich mir die andere Ulti, weil die macht Schaden und du bist genauso schnell wie der Gegner. Ja, das ist schon besser, finde ich. Aber viele nehmen auch die Wand irgendwie, aber ich check nicht warum, weil mit der Wand habe ich so das Gefühl, es bringt dir nichts, hat man ja gerade gesehen. Okay, du konntest nicht weglaufen, aber du hast ihn gekillt dafür. Ist so, und er hat sogar weniger Leben. Ja, du hattest quasi gar kein Leben und er war fast voll. Aber da habe ich plötzlich Schild bekommen oder so, von wo auch immer. Du bekommst immer Schild. Wenn du auf irgendwas schlägst, automatische Angriffe, ja. Kerrigan geben immer Schild. Oh mein Gott. Und der hat einfach so wenig Schaden gemacht, weil er so langsam schlägt, dass du quasi mehr Schild aufgebaut hast, wie der dich wieder abgezogen hat. Ja. So Leute, war eine nice Runde. Würde ich sagen, wir sind jetzt immer zu einer weiteren Folge von Heroes for Storm. Jetzt haben wir Sven natürlich. Bis dann, ciao. Servus.